Der Sohn des Bernays. Über Boston oder Bloxley gezogen, dahinter steckt väterlicherseits wieder das Jazzblut. Die Lady Leverdale, als Vollschwester zu Lord Leverdale, da in der Ahnengalerie des Bernays. Genauso wie Desperados F.R.H., der Muttervater dieses Pferdes, ist ja auch Bernays viel zu früh von uns gegangen. Und so kann eben Barbados, dieser jetzt fünfjährige Oldenburger Hengst, dieses Blut und diese Genialität weiterführen. Angepaart mit Sandro Hit und dann mecklenburgisches Blut über Duccio. Wir freuen uns auf seinen Auftritt auf Barbados. Barbados, der sich hier effektvoll in Szene setzt, kennt die Halle. Hier ging ein Stern auf im Herbst 2020 in Wächter gekürt. Dann im nächsten Jahr erst, im Jahr 2022, erstmalig im Deckansatz gewesen. Dieser bei Elke Luban und Schmaso geborene, so typvolle Rappe. Die ersten Fohlen dieses Sohnes des Bernays. Sie sollen dann in den kommenden Wochen fallen. Die beiden fühlen sich sicher. Wir testen an auf der Schlusslinie. Verabschieden diesen Spockenrappen. Den Sohn des Bernays, Barbados. Und ich darf Sie bitte noch einmal Ihr Augenmerk auf die Bildschirme zu richten. Darf Ihnen einen Altbekannten auch in dieser Show vorstellen. Noch einmal möchten wir über Millennium reden. Über diese Trakehner-Zuchtlegende, das sind die Eindrücke unter dem Sattel von Bea, unter dem Sattel seiner neuen Reiterin Beatrice Artori aus Italien, in den Holstenhallen zu Neumünster, bei den Hengsttagen des Trakehner-Pferdes. Dort wurde dieser Sohn des Easy Game, Ravel und Konsul, der in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag feiert, als Trakehner-Hengst des Jahres ausgezeichnet.